Name ist Klaus-Werner Lobo. Sehr, sehr häufig da in der Gegend zu Fuß, weil es erstens einmal so ein Naturgebiet in der Mitte von Wien ist. Also ab da ist es eigentlich eine ziemlich hässliche Sache. Wir sind da am Praterstern. Da ist es gelungen, aus einem relativ schierchen Platz einen noch schiercheren Platz zu machen. Das ist ja das ganze neu gestaltete der Bahnhof Nord. Was auch nicht besonders schön ist, wenigstens praktisch. Was sehr, sehr schön ist und wo ich sehr, sehr gern bin, ist das, wenn wir jetzt gerade vorbeigegangen sind, das Flug nämlich. Also da kann man einen Blick reinwerfen in die Flugwanne. Und das Nettere ist aber eigentlich das Flug selber oben. Ist eins der kreativeren Lokale in Wien, wo immer nette, leicht komische Veranstaltungen sind und auch nette und leicht komische Menschen. Und jetzt gehen wir in die Prater Hauptallee und da kann man gehen, da kann man laufen, da kann man Radfahren, je nachdem. Und da gehe ich sehr oft. Also da gehe ich sehr, bin ich gestern zum Beispiel gegangen. Ich habe nach dem Studium 5 Jahre beim Ökologieinstitut gearbeitet, dann war ich freier Journalist, dann habe ich Bücher geschrieben und jetzt bin ich Mandatar, ab übermorgen Mandatar der Grünen Wien. Ich bin immer schon sehr, sehr viel gegangen. Ich war sogar als Jugendlicher bei so einer Art Jugendgruppe, wo man in den Ferien gewandert sind, also gegangen sind, wirklich jeden Tag. Teilweise so 20, 30 Kilometer mit Rucksack und wir sind dann zum Beispiel, was weiß ich, sowohl in Österreich in irgendwelche kleinen Bauerndörfer kommen, wo man damals normalerweise nicht hinkommen ist, oder also in Griechenland zum Beispiel auf irgendwelche Bergdörfer, wo du damals mit dem Auto nicht einmal hinkommen willst. Und man lernt andere Dinge kennen und durch das andere Tempo sieht man die Dinge genauer. Da geht man auch in der Stadt langsamer. Also wenn man das mal probiert, dass man quasi das Tempo verlangsamt, wenn man sich dazu zwingt, auch in der eigenen Stadt in Wien irgendwie einfach ganz, ganz langsam zu gehen, dann wird man auf einmal, zuerst ist es unangenehm, wenn man es fast nicht aushält, dass man langsam geht, aber man fühlt sich dann, wie wenn man in einer anderen Stadt ist auf einmal, wenn man Dinge sieht, die man noch nie gesehen hat. Also es ist anstrengend, es ist so überwinden, es ist komisch, aber es ist empfehlenswert. Und der Gehsteig wird zum Lebensraum. Also man kann dann auch unter Umständen, wenn man mal nicht mehr gehen will, einen Liegestuhl aufsteuern und sich in den Liegestuhl legen oder so irgendwas. Oder frühstücken, Bankerl aufsteuern und so weiter. Also es gehört eigentlich, die Gehsteige gehörten, sie müssten mehr als die Hälfte des öffentlichen Raums, also des verkehrten Verkehrswege einnehmen.